liebe Freunde des Feuers, kurz vor Jahreswechsel hat es hier im Kreuzberg, glaube ich, 10 Grad, ein föhniger Warmwettereinbruch. Ich habe trotzdem den winterlichen Filzhut auf und heute machen wir noch einmal einen Schweinebauch. Ja, das Setup sieht heute so aus. Es wird indirekt bei ungefähr 220 Grad gegrillt und nicht low and slow gearbeitet. Ich werde trotzdem ein Stück Holz dann in die heiße Kohle hauen, damit wir ein bisschen einen Rauchgeschmack dabei haben. Und das Ziel ist diesmal eben einen Braten mit knuspriger Kruste zu erzeugen. Ja, mit der Gaskanone geht das super mit den Kohlen ganz, ganz schnell. Und das Fleisch ist wie folgt vorbereitet worden, Trick von den amerikanischen Kollegen. In seiner Aluwanne, unten ein bisschen mit dem Lawry's Seasoned Salt, also mit einem Gewürzsalz gewürzt. Und obendrauf auf die Schwarte eine dicke Salzschicht, wie beim Branzino. Das zieht das Wasser aus der Haut und das wird jetzt abgewaschen. Dann wird das trocken getupft, das Fleisch. Und dann ist es bereit für den Grill. Es kommt dann eine Saftschale in die untere Etage, das Holz kommt da unten rein, Deflektorstein kommt zu, wird zugemacht und man sieht, die Deflektorsteine und der Brennraum unten sind ganz weiß, weil beim letzten Grillvorgang hatte ich eine sehr große Hitze und das ist sozusagen zur Reinigung der Keramik auch super geeignet. Und das Fleisch kommt dann oben drauf, wo jetzt das Holz liegt, und da werden wir in der Wanne ein bisschen einen Saft aus Apfelsaft und Butter machen und ja, gute 2 Stunden, schätze ich, wird es dann dauern. Schauen wir wieder rein. Mit Apfelrauch und Apfelsaft und Temperatur super. Und jetzt schauen wir mal. Ja, das schaut eh schon super aus. Das wird ja schon ein Schwarterl. Ich habe die Deflektorsteine ein bisschen aufgemacht, damit das Holz sauber brennt und keinen weißen Qualm entwickelt. Und das, also die Flammen, die ihr seht, hier sind die Apfelholzstücke. Jetzt soll man den Saft schon einmal ein bisschen abwürzen. Knappe Stunde ist das Fleisch drinnen, 55 Grad im Kern, 90 ist das Ziel. Temperatur stimmt jetzt hier nicht genau, weil ich gerade reingeschaut habe. Jetzt habe ich die Saftschale wieder reingegeben. Das ist Apfelsaft, Barbecue-Sauce, Lawry's Seasoned Salt, ein bisschen Hildegard-Suppenwürze. Und schaut mal da hinten, die Haut wird schon bubbelig. Ja, ihr habt es gesehen, ein kleines Fazit, die Kruste ist perfekt erwischt worden. Ja, also nach 1,5 Stunden und immer wieder doch auch höherer Temperatur. Ich habe es auch dann manchmal Richtung 250 Grad gehen lassen. Knusprig köstlich, Fleisch köstlich. Allerdings schon wieder fast zu viel gewürzt, zu viel Salz. Ich habe das über Nacht, die Schwarte mit dem Salz bedeckt lassen und habe das dann abgewaschen, abgetupft. War dennoch war die Kruste, wie man sie auch vom Heurigen und vom Kümmelbraten und so weiter kennt, sehr salzig. Dafür wird sie eben auch knusprig. Aber bitte dann bei dem restlichen Teil des Fleisches mit den Gewürzen oder vor allem mit dem Salz sparen. Ja, aber absolut gelungen, wahnsinnig gut. Und danke, dass ihr wieder dabei wart. Schenkt mir einen Daumen drauf, schenkt mir einen Kommentar unten drunter, ein Abo dalassen. Danke, bis zum nächsten Mal.